Test. Musik ist leiser. So, hallo allerseits zu Hause. Heute mal wieder aus dem Athletic Fitness Club in Leonberg zu unserem Bodycross Livestream. Karneval Special, so wie man sieht. Ist jetzt nicht mein neuer Look. Ist dem Tag angepasst. Wie gesagt, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid schon in Sportklamotten, habt eine Matte dabei, Wasser, ein Handtuch. Und wird klassisch wieder eine ganz normale Bodycross-Stunde, nur ohne euch hier vor Ort. Nichtsdestotrotz könnt ihr genauso gut mitmachen, auch zu Hause aus. So ist das Training auch aufgebaut, was ich geschrieben habe. So, dann erkläre ich euch, oder gehen wir ein kurzes Training, die Bodycross-Stunde durch. Wir gehen halt zum Warm-up, insgesamt 6 Minuten. Wir machen jeweils die 6 Übungen 1 Minute. Wir machen 1 Minute Jumping Jacks, 1 Minute Half Burpees, 1 Minute die Diving Push-Ups, Lunges, abwechselnd links, rechts, Deep Squat Rotation und nochmal abschließend eine 1 Minute Jumping Jacks. Da ist noch ein Core-Teil dabei und wie immer ein Hauptteil. Heute gesplittet in BOD 1 und 2. Aber da kommen wir nachher dazu. Mal kurz zu den Übungen. Ich bin auch heute nicht alleine hier. Ich habe natürlich Trainingspartner. Ich bin mal gespannt, ob ihr ihn erkennt. Ja. Ich habe mir schwer getan. Hi. Ja, hast du mich erkannt? Nein, als ich reinkommen bin, nein. Oder ihn? Nein. Oder ihn erkannt? Ja, wir lassen den Ivan natürlich nicht alleine das Ganze machen, sondern sehr freundlich. Support ein bisschen, faschingsmäßig. Wir geben mal richtig Gas, ja? Das heißt, das erwarten wir auch von euch zu Hause. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Zuschauer dazu, dass wir noch ein bisschen mehr haben. Ansonsten ja, wird es eine gute Stunde heute. Der Rest der Welt muss es eben dann nachträglich anschauen, auf meinem YouTube-Kanal. Die 2, 3, 4 Millionen dann, die sich das anschauen, immer jede Woche. Ja. Dann würde ich sagen, zeigen wir mal die Übung. Ne? Gut. Wir halten zu dich. Also, klassisch eine Jumping Jacks. Ich würde auch gerne mit den Armen noch hier, den Oberarmen nach hinten. Dann haben wir die Half Burpees. Das heißt, wir gehen nicht ganz tief runter in den Push-Up, sondern nur zur Hälfte. Die Diving Push-Ups. Das ist die Ausgangsstellung. Tauchen tief ein und wieder zurück. Oh, die sieht jetzt schon gut aus. Dankeschön. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also, bitte genauso wie der Ivan. Jawohl. Bitte so wie der Ivan. Ausfallschritte, Lunges, abwechseln, links, rechts. Geht immer. Deep Squat Rotation, hier wieder die Deep Squat Ausfallstellung. Schöne Mobility. Und drehen uns. Wahnsinn. Rotieren rechts, links. Bei den Jumping Jacks können wir ein bisschen Gas geben. Da gehen wir ein bisschen vom Tempo runter. Da sind wir dann eher im mittleren Bereich. Schön in die Dehnung. Ist wichtiger jetzt wie das Tempo. Ne? So, glaube ich, gut warm. Du musst starten? Klassisches Warm-up. So, gib dir mal gib dein Mikro wirklich mal dahin. Ja, genau. Also. 7 Sekunden. Wünsche viel Spaß. Den Warm-up. Komm, los geht's. Ich wusste das.
Ich
So, sind wir mit dem Warm-up durch. Kommen wir zum Core-Teil. Der besteht aus 4 Übungen. Intensität 30 Sekunden lang machen wir die Übung. Moment. 20 Sekunden Pause. Insgesamt 4 Runden. Was ihr dazu braucht, euch jetzt holen solltet, wäre ein Gewicht. Kann eine Kurzhantel sein, kann ein Medizinball sein, kann eine Wasserflasche sein. In der Richtung, was ihr zu Hause habt, muss kein großes Gewicht sein. Also wie gesagt, eine Wasserflasche hängt auch. 1,5 Liter lang vollkommen. Wer eine Kettlebell hat, mit einem kleinen Gewicht. Oder eine Kurzhantel, auch gerne. Dann kommen wir mal zu den einzelnen Übungen. So. Also, einmal die Leg Raises zum Gewicht, also zur Kurzhantel jetzt bei mir. Die Leg Lifts über die Kurzhantel. Sit-Ups mit der Kurzhantel und Plank Hip Dips im Einzelnen. Wie das folgendermaßen aussehen, was ich vorgestellt habe, nehmt die Wasserflasche und das Gewicht oberhalb vom Kopf, nehmt die Beine zur Flasche. So. Das sind die Leg Raises, die Leg Lifts, stellt die Flasche vor euch, gerne die Arme unterstützen, links, rechts, und wir gehen mit den Beinen über die Flasche rüber. Kurz antippen und rüber. Dann mal die Sit-Ups mit der Flasche. Auch wieder oberhalb vom Gesicht die Hantel an die Flasche und aufrichten. Sitz in der Position. Und dann auf die Plank Hip Dips. Die Flasche hinlegen. Wir nehmen die Plank-Stellung. Klassisch, wir gehen mit der Hüfte links runter, rechts runter. Also wir dippen. Kurz berühren mit den Unterschenkeln. So, das wäre der Vorteil. Wie gesagt, 30, 20 und 4 Runden. Warte noch kurz. Ich hoffe, ihr habt alle euer Gewicht und holt es gerade. Und wir starten. Ja, falls ihr Fragen habt, wir sehen euch ja leider nicht, aber ihr könnt im Chat eure Fragen stellen, ob es um technische Sachen geht oder um Übungen, einfach kurz einsteigen. Ja? Okay. Andrea? Grüß euch, Andrea. Sowas von ready. So, 10 Sekunden geht's los. Und los geht's. Durchhalten. 5,
Sit-ups. Come on, take this. Willkommen im Club. Noch 5 Sekunden! Thank you.
Okay, Schulter frei. Vorbereitet. Go! Durchhalten! 10! Jawohl!
geht's. Letzten 30 Sekunden. Auf durch. Zehn. Jawohl. Sehr schön. So. Gewicht brauchen wir nicht mehr. Nein, Gewicht brauchst du nicht mehr. Trink was. Schnapp ein bisschen Luft. Eine Minute und dann erkläre ich euch den Hauptteil, den ersten Teil von dem Hauptteil. Wir machen das insgesamt sind es 6 Übungen in einer Runde, 2 Zahlen, die ihr euch merken müsst, 20 und 10er Wiederholungen. Wir fangen an mit den 20 Plank Knee to Elbow, 10 Inch Warm Push-Up, 20 Supermans, 10 Pikes, 20 Side Planks, Crunches, links, rechts, da zählt insgesamt 20. Und bei den Plank Knee to Elbow genauso, insgesamt 20. Und die Squat Jumps. Da haben wir 2 Sekunden Hold in der tiefen Position. Ich gehe mal die Übungen kurz durch. So. Plank, Knie zu Elbow, High Plank Stellung. Wir gehen rotieren, rechten Knie zum linken Ellenbogen und auf der anderen Seite genauso. Schön den Körper mit einlehnen. 20, wie gesagt, insgesamt 10 pro Seite. Die Inchworm Push-Ups. Außenstellung ist der Stand. Wir gehen jetzt mal tief runter zu Zehenspitzen. Gehen nach vorne, bis wir in der Plank-Position sind. Machen den Push-Up. Gehen wieder nach hinten. Den ganzen Weg zu Zehenspitzen. Aufrecht. Und das gleiche Spiel von vorne. 10 Stück. 20 Supermans. Klassisch. Wir haben 10 Pikes. Läuft von der Seite, dann sieht man es besser. So, je näher ihr da mit den Händen zur Mitte geht, desto schwieriger wird es. Und dafür, desto mehr ist die Belastung auf dem Trizeps. Je mehr auseinander, desto leichter fällt es euch. 10 Pikes, 2 Side Plank Crunches, 10 Stück. Links und das gleiche dann auf der anderen Seite. Bringe mit der Hüfte tief und hoch. Tief und hoch. 10 pro Seite. Und Squat Jumps mit 2 Sekunden Hold Position. Das heißt, wir gehen in den Jump. 21, 22, hoch. 21, 22, hoch. Für eine Runde machen wir insgesamt 12 Minuten lang. Zum zweiten Mal kommen wir danach. Ich denke mal, soweit ist es klar. Dann können wir gleich starten. Was?
Sehr schön. Andrea? Bin sowas im Bereich. 10 Sekunden, dann geht's los. Also, wir haben viel Spaß beim ersten Teil. Okay, Black, Big Label. Sehr schön. Gut. Sind wir Seite, ne? Jawohl. Seite.
Respekt. Sanchez, 10 von Seite. Und das ist. Sehr schön. Nein, diese Haare im Gesicht, ey. Ja? Das ist komplett ungewohnte Scheiße. Nee, der mich schüttelt. Stimme da auch. Okay. Beste Übungen in der Runde des Squat-Jumps. So wie gesagt, 21, 22. Am Anfang auch schon. Zweimal. Zweimal ja. Zeit. Also viel hoch. Geben. Okay? Und 10 Stück, oder so. Schön.
2 Minuten. Letzte Übung, die haben wir auch noch. Squat Jumps. So, das war der erste Teil. Ich hoffe, ihr konntet das Tempo mitgehen. Wenn ihr schneller wart, geil, das denke ich, hoffe ich doch. Ansonsten, dass ihr sauber bei den Übungen geblieben seid, ist wichtiger wie das Tempo. Super, trinkt was. Dann haben wir noch 12 Minuten vor uns. Eine halbe Minute, Minute verschnaufen. Und dann geht's weiter, ja? So, ich hoffe, bei euch geht's wieder. Da kommen wir zum letzten Teil vom Hauptteil. Es sind 4 Übungen,
40, 30, 20 10er Wiederholungen zu den Übungen. Machen Jumping Jacks. Schauen wir mal. Jumping Jacks ersatzweise. Wer Probleme mit den Jumping Jacks hat, die Butt Kicks. Die Knie hin zum Po hochziehen. Wir machen die Übungen nochmal kurz durch. 30 Lunges, auch wieder insgesamt 30 pro Seite, abwechselnd, Ausfallschritte, Plank Shoulder Taps, 20 und 10 Burpees, da ich gehört habe, dass die vermisst wurden. Kann es sein? Ja, es ging massenweise Post, E-Mail, wie auch schriftlich ein. Ja. Wir wollen Beschwerden. Burpees. Hat Beschwerden. Genau, das Motto ist ja, trainieren bei den Profis. Richtig. Und keine Profis ohne Burpees. Genau. Trainieren bei den Profis, trainieren mit den Burpees. Kein Profi ohne Burpee. Auf jeden Fall, Burpees sind dabei. So, 12 Minuten wieder. Letzten für heute. Wir eine Runde, wenn wir fertig sind, schauen wir der zweiten. Natürlich meine Kameradinnen, Freundinnen, die wechseln sich ab. Ist ja super. Zeig mal kurz die Übungen. Ja, bitte, ja. Genau. Also Jumping Jack. Aber Jumping Jack. Oder... Die Butt Kicks. Na. No. Ausfallschritte, Lunges, abwechselnd. So. Plank, High Plank Stellung. Und jeweils die diagonale Schulter antippen. Und ein Burpee. Ganz runter, ne? Jawohl. Ein klassischen Burpee. Und noch. Jawohl. Vorbildlich. Eins mit Härchen, Sternchen. Ja. Ja. Gut. Sehr schön. Also, letzten 12 Minuten. Nimm nochmal einen Schluck. Und dann geht's los. Roland sagt endlich, Jörg ist. Ja. Hab ich doch gesagt. Extra. Roland. Extra für Roland. Jawohl, extra. Extra für Roland. Roland, ich fühle dir, wie du denkst. Habe ich heute ein Bauchgefühl gehabt, dass irgendjemand nach Burpees schreit. Und natürlich dann uns gesagt, genau. Bitte Burpees. Jawohl. Wurde ein Antrag gestellt, den Vorstand mit Mühe genehmigt, aber wir haben es durchgekriegt. Sehr schön. Also, wünsche euch viel Spaß bei den letzten 12 Minuten. Haut rein, bleibt fokussiert. So, 10 Sekunden geht's los.
Sehr schön. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen, gut mitgekommen. Das war beim zweiten Teil der Puls etwas höher, aber war so gewollt zum Finish. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir oder auch meine Mädels hier. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch zu Hause, ob alleine oder mit einem Partner. Das war die Bodycross-Stunde in unserem Athletic Fitness Club. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt mir gesund oder uns gesund. Und hoffe, euch beim nächsten Livestream wiederzusehen. Ciao!